Jo Leute, willkommen zu unserem zweiten Survival Craft 2 Survival Modus. Und mein Kumpel, der D4 Razer 98, auch wieder dabei. Howdy. Und nun werden wir weiterhin versuchen zu überleben. Und viel Spaß mit unserem Überlebensmodus. Und willkommen zum Startbildschirm. Und dann legen wir auch gleich mal los. Zum VS-Modus, beziehungsweise zu Versus, muss ich noch was dazu sagen. Das filmen wir, beziehungsweise stellen wir dann erst rein, beziehungsweise machen erst Videos davon, wenn wir dann soweit sind, um in den Überlebensmodus zu gehen, weil wir jetzt einfach da gerade alles vorbereiten, das ganze Zeug, und wir euch damit eigentlich nicht so nerven wollen mit dem ganzen Aufgebaue und so. Dazu gibt es ja das Gameplay. Und dann starten wir mal. Kurz rutschen für meinen Kollegen. Sonst hat der hier keinen Platz mehr. Und wir spawnen. Und da sind wir jetzt auch schon. Gerade voll ungewohnt, weil wir gerade was anderes gezockt haben. Ne? Ja. Ja, okay, das passt. Du hast das Holz, oder? Mach. Ja, hab ich. Da mal ein bisschen was her. Der Nigger gibt es Holz. Alles, oder wie? Jo. Sollte ich noch irgendwas umbauen? Interessant. So, springt automatisch. Muss ich schon drücken. Nee. Sneaky Mode. Den bauen wir da ja, oder? Ja, passt schon. Also, das brauche ich nicht bauen, oder? Das da. Nee, das kannst du wieder wegmachen. So, dann machen wir hier erstmal eine Tür. Oder sollen wir zwei Türen machen? Ja, lass eine. Eine dabei. Gut. Bauen wir die auch schon gleich rein, oder? Haben wir das auch schon mal? Ich bräuchte einen Erdblock. Oder platzierst ihn du über der Tür? Okay. Ich hoffe, dass wir da doch noch rauskommen. Beziehungsweise rein. Ja, easy. Easy, komm raus. Wollte ich doch nicht. Das war Rein. mal. Kümmerst du dich dann um Gestein? Ich schmeiß dir da die hölzerne Spitzhacke daher. Jo. Weil dann mache ich nämlich anderes. Ja, du musst es schon holen. Ja, genau, geschafft. Achso. Wolfsrudel. Er greift uns momentan gerade nicht an. Sorry. Du Krüppel. Automatisch. Haben zwei gespuckt. Juhu. Eine Kiste brauchen wir noch. Fällt mir gerade ein. Bisschen Spucke. Juhu, bitte. Nee, nicht das. Einmal eine Kiste für dich. Eine Kiste für mich. Wo soll ich deine Kiste hinstellen? Kleine Ventisch. Gleich neben dem Tisch. Gut. Stelle ich meine gegenüber gleich. Wobei ich grabe meine ein. Genau. So. Kann ich dabei schon mal das ganze Zeug da reinkloppen. Ja, ist ganz ein einfacher Modus. Einfach das Zeug auf die Kiste abwerfen. Und dann
droppt es automatisch schon drin. Geh vielleicht nicht zu weit weg, gell? Ja. Sonst findest du nicht mehr zurück. Ich mag gerade das Einnehmen. So. Nein. Zu kurz. Fuck. Grutzi, fick, geht jetzt eine. Also, wenn das kein Zufall ist. Der Vogel landet einfach vor mir. Fix. Da ist der nächste Vogel. Also, sollten eventuell irgendwas beim Haus machen, damit man das wieder findet. Ja, mal schon. Im Turm oder so, weißt du. Wie viel brauchen wir für Ofen? 8. Ja, 8. Genau wie Minecraft. Passt. It's coming up. Bird. Hast du? Mhm. Gut. Holz haben wir auch noch. Gut. So, der war fast voll, das habe ich. Ja, komm. Da hält ja der Minecraft der Steve noch mehr aus. Ich tu dir Holz und Vogelzeug in deine Kiste rein, und wenn du einen Ofen gemacht hast, dass du das dabei schon mal brätst. Fetzer. So aus Gratulation, ne? Ich habe festgestellt, dass wir hier ziemlich wenig Vögel haben zu überleben. Das ist hier weiter hinten besser. Oder auch gerade nicht, ne? Vorher waren gerade da end viele Vögel. Ja, haben wir es auch schon. In deiner Kiste, das meine ich. Ach so, meine. It's a Witzau. It's a Witzau. It's a Witzau. Auf geht's, Titan. Also, was macht man voll? Holz. Holz, ja. Da oben, oder? Jo. Nee, unten. Okay, dann muss ich noch Holz hier abgeben. Oder ist alles in meine Kiste? Ja, okay. Halt dich still, du Vogel! Wildsau. Vogelsau, ich schon. Ha, doch. Ich finde jetzt auch wieder zurück. Unten. So zwei rein und gleich die zwei Vögel oben rein. Ganz oben. Kannst schon rein draufklicken. Das hole ich hier. Jawohl. Es wird schon wieder dunkel. So schnell? Leck. Hast du? Gut. Ach, es war zu weit oben. Ja, I'm coming. Nein, nicht das. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen weit weg. Und es wird kalt. Los. Das
suchst du da einfach so das ganze Zeit. Ja, mag, dass es mir gut geht. Ja, und ich? Das ist mir wurscht. Gibt auch gleich, das ist mir wurscht, gell? Knoppel, du. Stich in die Glaub. Jeder kämpft für sich. Spaß. Ja, das kannst du dann bei Versus sagen, oh, aber nicht. Hallo. Ich hab nichts gemacht. Ja, kannst du draußen bleiben. Ja, okay, gegessen. Nein. Scheiße. Wir brauchen noch Fackeln. Fällt mir gerade so nah auf. Wie macht man die? Mach ich dann schon. Wenn nicht zu dürfen. Pass auf. Auf den. Züge. Wird immer dunkler. Ja, ja, ist ja klar. Da ist der Ofen. Jetzt will ich hier auch erstmal was zu fressen. Basta. Weg. Sitte ich dich. Dann hättest du mir halt eine Idee. Dann gibt's dir. Auf geht's. So, deine Essensleistungsfolge. Jo. Gut. Das ist der Scheiß eben mit diesem Holz. Weil man davon nämlich schon viel braucht. Ich pack da lieber nochmal eins rein. Eine Kohle wird gleich zu Anfang reichen, oder? Machen wir zwei. Zwei für außen. Wird schon rasen. Gut. Och, wie man halt einfach fast nicht sieht, Leute. Unglaublich. Ich wünsche schlafen. Ach so. Ich geh auch gleich schlafen. Dem ich das gemacht habe. Oh, vier Fackeln. Passt. Die hier einfach vor der Tür am Boden liegt. Jo, nice. Warte, bis die Post kommt. So ein kleiner, räudiger Straßengöter. Ah. Hast du dir gemerkt, wo du abgebaut hast? Nicht, oder? Du hast einfach vom Berg runtergebaut, oder? In so einer Höhle. In einer Höhle, so. Weil wenn du es in Boden gegraben hättest, dann hätte ich halt gesagt, dass man dann atmet, dass man das dann halt oben eine Fackel draufpackt. Damit man weiß, wo der Eingang dann ist. Oh, immer diese Sleeping Times hier. Fertig. Passt. Hier drin zwei, oder? Zwei Wackeln. Oder? Ja. Ja, oder links, oder rechts. Du schon reichen. Danke schon. Gut. Holst du dabei noch Holz? Knöpfe ich mir nämlich noch ein paar Vögel vor. Na, brauche ich noch mal eins. Noch mal zwei, machen wir wurscht. Dann mache ich noch eine Kiste für das ganze Werkzeugzeug. Ja? Mhm. Weiß nicht, ob das Holz eventuell noch reicht für eine Axt. Ich hoffe.
schau mal. Mann, schade. Wenn es der höchste eine Holzaxt wäre, da, gell? Das ist so zu einfach. Ich pack die da hinten in die Ecke rein. Ja. Dann gehen wir dabei noch ein paar Vögel jagen. Jetzt eigentlich gerade nicht. Nee, nee, Wolfsrudel will ich mich jetzt nicht anlegen. Da haben wir auch schon einen. Einen Vogel, 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 der wegfliegt. Oh mein Gott, zwei Vögel. Lol, wie ich hier hinten einfach sehe, wo du bist. Lol. Ist cheating. Ja, fuck. Daneben. Wo ist mein Speer hin? Sag bloß, den hat's gelegt. Den hat's gelegt. Kann gar nicht sein. Jo, ich bin einfach so verschwunden. Der hatte doch noch voll. War doch noch im grünen Bereich. Ah, da liegt er. Sag dich doch. Kann gar nicht sein, dass er uns liegt hat. Das ist ein einzelner Wolf. Wenn du willst, kannst du ihn töten. Dann haben wir auch mal wieder. Bisschen lila Zeugsel. Was ist das im Wasser? Wasserpflanzen. Achso, ich dachte schon. Weil die so voll bewegt haben. Weit drüben, kannst du nicht mal. Weißt du, wo die gecatcht haben? Da hinten, oder? Von. Ah, Piranhas. Keine Ahnung. Ja, wenn du tsch. Ja, erwischt. Ich sehe immer nur so das Wasser plätscheln nach oben. Ja. Na klar, wir Piranhas. Funny. Gut. Nein, will jetzt nicht werfen. Rumgucken. Nein, zu kurz. Nix. Ach, nicht schon wieder. Ich will jetzt gerade nur rumgucken. Ja. Nein. He's going so fast. Ja. Der Vogel. Ja, ich merke schon. He's not standing still. Ja. Jetzt einfach wegfliegt von mir.
Quack, quack. Guck ich mal, ob ich irgendwo einen anderen Vogel kann. Oh, I'm yucking. Everything. Okay. Da fliegt einer. Doch noch nicht ausrüsten, ey. Ja, haben wir verloren. No. 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 Ja. Hi. Tschüss. Ich hab's schon behalten. Ich hab keine Ahnung. Ja, dann behalten wir's halt. What the fuck? Ah, wie's auch. Au. Oh. Nein. So kommt die Tür auf. Hm. Wo ist mein Speer hin? Da ist der eine, wo ist der andere? Da ist der andere. Du Wildschweinchen, bist jetzt dran. Hm. Das Viech halt, sich halt mal stillhalten, wenn du weißt. So, und jetzt gleich ist defekt. Genau, und kaputt ist er. Schöner Speer. Es wird schon wieder dunkel. Mhm. Ich hol mir bloß noch da die Wildsau. Ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt noch nicht verlaufen. Ich habe 2 Stück Fleisch bekommen. Ich sehe hier hinten ein Massengrab. Ah, Kübellaterne. Cool. Schnappe ich mir gleich. Dann komme ich gleich. Oh, Sonne. Nimm dann mal eine Fackel und stell es oben drauf, damit ich dann im Eingang bin. Irgendwas drin? Nein? Schade. Und so sind nämlich in so Gräbern nützliche Sachen wie zum Beispiel Kupfer oder so. Und ich finde nicht mehr nach Hause. Ich will hier nichts abbauen. Ja, nice. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nee. Ich komm, I'm coming! Und da reizt für dich zu. Ah, das Zeug packen wir da jetzt rein. Gut, dann gehe ich jetzt auch noch schlafen. So Leute, das war's jetzt auch schon mit unserem zweiten Teil. Ich hoffe, ihr habt es etwas lustig empfunden. Ja, wobei, der erste Teil noch am lustigsten war mit den zwei Wildschweine da. Und im nächsten Teil werden wir auf jeden Fall dann weitermachen. Natürlich versuchen wir dann halt zuerst einmal die ganze Nahrung und so zusammenzusuchen. Und
Kumpel sammelt dabei Holz und dann später werden wir dann halt ein Unterwasser-Glas-Angelstation sozusagen machen. Und es könnte eventuell etwas länger dauern, weil man da eben nicht sieht, wann einem die Luft ausgeht. Man merkt es dann nur, wenn man Schaden bekommt. Und das war es jetzt auch von meiner Seite aus, falls mein Kumpel hier noch was zu sagen hat. Nö. Nein, nichts? Nee, gut. Nix. Okay, dann lasst mir ein Like da, wenn es euch gefällt. Und wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare, was euch nicht gefällt. Und falls ihr nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und die Glocke einschalten. Und dann wünschen wir euch dann noch viel Spaß beim Weitergucken. Was ist das jetzt noch? Jo. Au. Grippe.